Herzlich willkommen zu einem neuen Beta-Tagebuch, präsentiert von RiftGamona.de. Wir befinden uns hier auf dem Testserver für Patch 1.3 und da wir relativ viel zu tun haben, halten wir uns auch gar nicht groß mit Anfangsworten auf und legen gleich mal los, nämlich mit dem neuen Equip. Das seht ihr hier. Das ist das neue Raid-Equip. Und ich denke mal, ich lasse das einfach mal so wirken und habe noch eine Klappe. Ja! So, wir befinden uns jetzt hier im Spiel, diesmal nicht mit dem Schurken, wie ihr es gewohnt seid, sondern mit dem Magier. Das hat verschiedene Gründe. Erst einmal, es gab natürlich wieder mal eine Menge Klassenänderungen. Wenn die Patchnotes draußen sind, findet ihr sie natürlich bei uns. Und dort möge ich dann euch auch bitten, eure Klassen euch auf jeden Fall anzuschauen, was sich geändert hat. Aber gerade bei Magier möchte ich mal da auf ein, zwei Sachen denn nachher eingehen, weil bei Magier hat sich zumindest bei der Chloromancer-Skillung einiges getan. Deswegen habe ich den mal heute ausgesucht. Ich denke mal, ich werde das auch in Zukunft irgendwie mal so machen, dass ich mir mal eine Klasse raussuche, die irgendwo interessante Änderungen bekommen hat, die ich euch dann zeigen möchte. Aber fangen wir erstmal mit den Änderungen an, die eigentlich jeden interessieren. Nämlich, ich habe euch ja schon das neue Raid-Equip gezeigt. So vom Aussehen. Aber das sind die Stats. Und wie ihr seht, sind das legendäre Items. Also sie sind komplett orange. Das liegt daran, Tryon hat diesmal was sehr Interessantes gemacht. Nämlich, upsala, falsche Taste. Dass die Items geupgradet werden können. Das ist das Standard Raid Equip, was es gibt. Wie ihr seht, ist das immer noch lila. Und ihr habt dann irgendwie die Möglichkeit, ich weiß noch nicht wie, die Items auf diese Form abzugraden. Wie man das denn tut, wie man, was man dafür tun muss und so weiter, kann ich euch nicht sagen, weil die Händler für dieses Raid Equip sind nicht online. Also ich konnte mir das Equip zwar bei einem Käufer oder Verkäufer holen. Der steht so ein bisschen versteckt, also den muss man auf jeden Fall suchen. Und dann konnte man sich eben teil zwischen diesen beiden Sachen entscheiden. Ich habe jetzt mal beide mitgenommen. Ich nehme mal einfach an, dass im späteren Spiel man die normalen Sachen für Marken holen kann und für diese Items Tokens braucht.
was ja zurzeit ein bisschen geändert wurde, aber das zeige ich euch mal nachher. Also wie gesagt, das ist jetzt komplett upgradebar. Die Waffen droppen natürlich wie immer beim Endboss. Aber die normalen Items sind eben halt lila und werden dann orange, wenn sie upgradet. Ja, bleiben wir mal gleich mal im Charakterinterface. Vielleicht ist euch was aufgefallen, wo ihr euch das Charakterinterface angeschaut habt, nämlich dass ein Platz frei ist. Nämlich der hier. Das liegt nicht etwa daran, dass ich etwas vergessen habe oder so. Nein, dieser Slot ist neu. Das ist der Synergy Crystal. Was der tut, wo man den herbekommt, ich habe keine Ahnung. Ich habe alle Händler soweit abgeklappert, die es gibt. Sei es PvP-Händler, sei es PvE-Händler. Vielleicht gibt es den in Rissen, vielleicht in Instanzen nur. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch mal ein bisschen auf dem Server rumgefragt, beziehungsweise ich war nicht der Einzige, der rumgefragt hat. Und darauf konnte noch keiner so richtig Antwort geben. Mal schauen, was da kommt. Also wie gesagt, auch in diesen Lootboxen, wo ich jetzt auch mein Equip und so herbekommen habe, war leider nichts zu finden. Also da sind die Dinger auch nicht bei. Ist auf jeden Fall interessant, dass Tryon, ja, mehr oder minder einen neuen Item-Slot dazufügt. Und wir werden mal sehen, was dieser Synergy Crystal tut. Aber ich denke mal, das wird jeden interessieren, weil wirklich jeder Charakter hat diesen Slot. Also sei es ein Krieger, sei es Schurke, Kleriker oder eben halt Magier. Also das ist nicht nur der Magier, das habe ich alles schon gecheckt. Und ja, da werden wir dann mal in Zukunft sehen, was da reinkommt. So, wir befinden uns jetzt hier in der Kommandozentrale Katari. Dort kriegt man bei den Skeptikern ja das Raid Equip her. Und wenn ihr die News gesehen habt bei uns, dann ist euch die News sicherlich mit diesen ja geringen Marken der Eroberung aufgefallen. Ich übersetze das jetzt mal so, ob es später so heißen wird, weiß ich nicht. Ja, ihr seht es bei den Raid-Items. Ich brauche keine Tokens mehr, also extra Handschuhe und so, sondern nur diese ja geringen Marken. Interessant ist daran, dass da steht, verliehen für den Abschluss von Schlachtzügen und Dungeon im Schwierigkeitsgrad Experte. Ich weiß nicht, ob man wirklich was für die Experteninstanzen bekommt. Also wenn denn, droppen die nur beim letzten Boss, wenn denn, weil über das Dungeon-Tool kriegt man die definitiv nicht. Da kriegt man nämlich immer noch die Gedenktafel des Erfolgs. Und die Gedenktafel des Erfolgs braucht man auch weiterhin, wie ihr hier seht, für die normalen T1 und T2 Items. Wie gesagt, ob das so ist, kann ich euch nicht sagen, weil eine Instanz will hier so keiner richtig geben. Ich habe es mal probiert, aber irgendwie wollen sie alle nicht. Dass die Tokens wegfallen, ist schon mal auf jeden Fall eine gute Idee, weil ich finde selber persönlich, dass ja man einfach nicht so den Drop-Glück manchmal hat. Also bei uns ist es so, wir sind irgendwie 8, 9 Mal jetzt raiden gewesen. Ich glaube sogar schon 10 Mal. Und wir hatten ein oder zweimal ein Handschuh-Token drinne. Das ist nicht wirklich sehr viel. Und ich denke immer, das ist eine gute Entscheidung, dass eben halt die Raid-Bosse die neuen Eroberungsmarken droppen und man dadurch sich dann irgendwie seine Items holen kann. Ob es jetzt schneller geht, ob es langsamer geht, wird die Zeit zeigen. Ob diese Items auch in Experten-Dungeons droppen, werden wir dann wohl erst leider sehen, wenn das Ding auf die Live-Server kommt oder Tryon sich dazu äußert. Ich nehme mal an, das werden sie nicht auf sich sitzen lassen und da wird es irgendwann eine News zu geben. Dann wird das, denke ich mal, auf jeden Fall geklärt werden. Ja, aber ich denke mal, das dürfte euch auch interessieren, dass vielleicht jetzt sowas ein bisschen eintritt wie bei World of Warcraft. Dass eben halt, wenn eine neue Raid-Instanz ist, die anderen Raid oder eben halt generell man irgendwann an seine Raid-Items kommt. Mal schauen. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Wir bleiben mal noch bei Charaktersachen und gucken uns mal den Magier an. Beziehungsweise, genauer gesagt, den Chloromanten. Ich mache das hier relativ kurz, damit sich die anderen Klassen irgendwie nicht so ganz langweilen. Geändert hat sich eigentlich beim Chloromant folgendes. Wie ihr hier seht, gibt es zwei Lebensschleierformen. Die heißen mal beide Lebensschleier, haben aber komplett andere Effekte. Das liegt daran, Tryon ist wohl scheinbar mit dem Chloromanten, wie er zurzeit läuft, auf den Live-Servern nicht ganz so zufrieden. Und hat ein bisschen was umgeändert. Ihr kriegt außerdem noch eine normale Heilung dazu.
Die hat keine Cooldown, wie zum Beispiel Blühen. Die könnt ihr immer wieder casten, hat aber eben halt eine Castzeit. Das liegt daran, Tryon hat den Chloromanten jetzt aufgeteilt in Gruppenheilung und Tankheilung, oder besser gesagt Single-Target-Heilung. Das liegt daran, dieser Lebensschleier hier zum Beispiel heilt um 120% des angerichteten Schadens. Dieser nur 60. Das liegt einfach daran, dass ich mit diesem Lebensschleier keine Synthese mehr benutzen kann. Das geht nicht mehr. Ihr bekommt dann die Meldung ungültiges Ziel. Ich denke mal, da wird dann noch irgendwo eine richtige Information kommen. Und mit diesem Teil kann ich weiterhin Lebensschleier benutzen und habe dafür aber eine verringerte Gruppenheilung. Das heißt, diesen Lebensschleier macht man mehr oder weniger an, wenn man den Tank heilen will, und diesen Lebensschleier macht man an, wenn man die Gruppe heilen will. Also wie gesagt, da hat Tryon jetzt so ein bisschen was geändert. Für Einzelheilungen hat man jetzt auch genug Heals. Ich habe mal so ein bisschen rumgetestet, also die Heals sehen sehr, sehr nett aus. Da muss man sogar mal gucken, ob sie nicht sogar zum Teil den Kleriker überholen. Aber da möchte ich mich jetzt nicht, wie gesagt, festlegen. Ich kenne den Magier kaum. Ich kenne auch den Kleriker kaum. Also gibt nicht so viel auf die Meinung von mir in dieser Sache. Also so wichtig ist das nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall mal so die Änderung, die beim Chloro unternommen wurden. Eine sehr schöne Änderung, wie ich finde. Ich weiß, dass der Rächer beim Kleriker auch ein bisschen überarbeitet wurde. Aber da kenne ich mich nun überhaupt nicht aus und würde sagen, ja, das sieht alles aus wie vorher. Deswegen lasse ich den mal raus. Tut mir leid. Deswegen müsste jetzt erstmal mit dem Chloromancer vorliegen. Aber wie schon gesagt, ich denke mal, ich werde irgendwann mal auch andere Klassen nehmen, die sich geändert haben. Nicht nur den Schurken oder den Magier, sondern die anderen beiden. Und ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Der neue Raid, Hammerhall, wird ein 20-Mann-Raid sein. Das dürfte ja soweit schon bekannt sein. Der wird aber nicht als allererstes auf den Servern sofort verfügbar sein, wenn Patch 1.3 da ist. Sondern es wird ein globales Ereignis geben. Nämlich die Wellen des Wahnsinns. Die Wellen des Wahnsinns haben 5 Phasen, wie ihr hier seht. Und es fängt eben halt damit an, dass immer mehr Wasserinvasionen, immer mehr Wasserrisse kommen, immer mehr Flüchtlinge irgendwie nach Meridian fliehen und so weiter. Und auch irgendwann sich die, wie hießen die? Die Runengarde aktiv wird, jetzt habe ich's. Die Runengarde steht ja normalerweise in den Mondschattenberge rum, da steht sie auch immer noch. Aber durch dieses globale Ereignis ziehen sie auch in die Städte und baut dort ihre Lager auf. Und dort kann man dann Daily Quests machen, sich Items wiederholen und normale Quests machen, die so ein bisschen die Geschehnisse um diese Wellen des Wahnsinns erklären. Und irgendwann wird es dann eben halt so stark, dass man Angriffe gegen Hammerhall führt, man belagert Hammerhall, in Phase 4 muss man die Tore aufbrechen mit Kanonen und in Phase 5 kommen eben halt riesige Invasionen aus Hammerhall raus und man muss sie abhalten. Tryon hat ein bisschen gelernt aus Patch 1.1 mit dem Seelenfluss-Event, denn die einzelnen Phasen werden jetzt wesentlich länger gehen. Also es wird nicht mehr so sein, dass sich alles an einem Wochenende abgehakt ist und das sogar in wenigen Stunden, sondern es soll jetzt mehrere Tage bis sogar Wochen gehen, die Events, damit wirklich jeder irgendwo das was davon hat. Das finde ich schon mal eine gute Idee. Weil gerade wer das Wochenende da mal mitgemacht hat mit dem Seelenfluss, weiß, wie chaotisch das lief. Und ja. Ja, hier seht ihr vor mir das Lager der Runengarde. Sehr schick, wie ich finde. So gefällt mir, besonders die riesen Bierfässer, so zwergentypisch. Ihr könnt hier eine ganze Menge Dailies machen und auch normale Quests. Es wird hier noch wesentlich mehr Dailies geben. Also ich weiß, dass in Phase 4 hier wesentlich mehr NPCs mit Dailies und so rumliefen. Also das scheint phasenabhängig zu sein, was für Dailies verfügbar sind. Wir sind jetzt in Phase 5, das heißt, das Event klingt so langsam ab und dementsprechend verschwinden auch langsam wieder die Dailies. Für jede Daily kriegt ihr EP, ein bisschen Gold auch manchmal und Siegel des Runenköniges. Die Siegel des Runenkönigs haben die Aufgabe wie die außerweltlichen Quellsteine, die ihr, denke ich mal, noch aus dem Seelenfluss-Event kennt. Mit diesem Items oder Gegenständen könnt ihr euch selber Items holen, und zwar bei dem Runenwarenhändler hier. Seht euch meine Waren an. Wie ihr seht,
Hat da ein volles Repertoire. Ihr kriegt hier Zubehör. Das ist jetzt natürlich nur auf den Magier zugeschnitten. Also der Schurke sieht dann natürlich nur die Schurkensachen und so weiter. Ja, ihr seht gerade, ich trage hier ein ja, T1 Raid Altstück. Also ich habe noch nicht das aus der neuen Instanz angelegt. Und ihr seht das, was ich hier bekommen würde. Also das ist in etwa T1, T2 Niveau. Also ihr kriegt hier keine Epics komplett hinterhergeschmissen, sondern wirklich nur für T1, T2. Dann gibt es natürlich Ebenen-Essenzen. Schwache. Die sind relativ gut, muss ich sagen. Das liegt aber auch daran, dass man ja selber immer mal so schwer schwache Sachen findet. Also ich zumindest habe da immer ziemlich Pech. Dann gibt es Garderoben-Items. Die kann dann jeder halt in seiner Garderobe anziehen. Und kann damit dann zum Spaß rumlaufen. Ja, die haben wie gesagt keine Stats. Das ist auch hundertprozentig so gewollt. Dann gibt es wieder eine Berührung. Es gab ja vorher die Berührung des Schattens. Jetzt gibt es die Berührung des Abgrundes. Dadurch leuchtet ihr dann so leicht blau. Das kann man immer wieder verwenden. Eben halt wie das andere Teil. Dann gibt es hier eine Fiole mit abgründigem Wasser. Damit könnt ihr eure Waffen verzaubern. Und die leuchten dann so blau. Dann gibt es noch zwei Anleitungen. Für Runenhandwerker und eine für Apotheker. Mit diesen Sachen könnt ihr in Unterwasser atmen. Und einen blauen Krebs und eine Seekappe. Als Pet. Das kriegt ihr wie immer. Dann gibt es eine lumizente Muschelschade. Ja, das ist ein Plunderstück, mit dem ihr auch unter Wasser atmen könnt und Wasserwiderstand bekommt plus 20. Ob sich dafür jetzt 500 dieser Marken lohnen, muss man selber wissen. Also seht mehr Fun-Items. Das Einzige, was kein Fun-Item ist und ziemlich, ziemlich nützlich ist, ist das hier. Die rankenumhüllte Quellmaschine. Die hat denselben Nutzen wie die makellose Quellmaschine, die ich gerade besitze. Also die man für 7500 Planerit sich kaufen kann. Hier braucht ihr nur 350 Runenmarken. Das geht relativ fix. Das heißt, hier hat man sozusagen die Chance, sich echt mal so eine Quellmaschine für laut zu holen. Und ihr habt hier noch extra 20 Wasserwiderstand drauf, was ihr bei meinem Ding nicht habt. Finde ich eine sehr nette Sache. Da muss man nicht unbedingt immer Planarit und Risse farmen wie ein Wahnsinniger. Na gut, dafür muss man dann Dailies machen. Die Auswahl ist leider. Aber gut, ich möchte euch noch zwei Quests von dieser Runengarde zeigen, weil ich die relativ lustig finde. Und zwar haben wir hier einmal Phineos Feuchtstein. Der stellt hier mehr oder weniger diese Hologramme auf mit Punkt 1, Punkt 2, Punkt 1 und dann gibt es auch noch 3 Punkte. Ihr müsst hier mit Seifenblasen diese lustigen Hologramme abschießen und die Punkte erreichen, die ihr euch vorgibt. Und zwar genau. Also es ist nicht so, dass ihr da irgendwie ja, ihr müsst 52 abschießen oder 52 Punkte holen und könnt 53 erlangen. Also ihr müsst es so timen, dass es passt. Aber das geht relativ einfach. Und wie ihr gerade gesehen habt, erscheint hier immer mal so ein Schatz. Da sind Items drin. Ich musste feststellen, bis jetzt sind es immer irgendwelche Artefakte gewesen, die man dort finden kann. Aber ich finde es eine nette Geste. Ja, da habt ihr diesen Typen, den man nicht töten soll. Das ist noch ein bisschen verbuggt. Der erscheint dann auch auf so einer Plattform. Und ja, da muss man eben halt warten, dass man die nicht angreift. Weil sonst ist die Quest fehlgeschlagen. Finde ich mal eine ganz nette Quest. Mal ein bisschen was anderes. Aber mein persönliches Highlight von den Quests kommt jetzt. Das ist nämlich hier, wo diese ganzen Schnapsleichen liegen. Das liegt daran, dass man von Offlo Gluckschluck, der Name klingt schon komisch, sich 15 seiner Biere reinhauen muss auf Ex und das in einer bestimmten Zeit, also Kampftrinken pur. Und das Problem ist daran leider, dass man ja nicht nur ein bisschen betrunken wird, wie sie hier gerade mit Hicks, sondern man ist dann manchmal sternhagelvoll, liegt genauso wie diese Jungs hier so halb am Boden. Das macht sie gerade hier mal so schön vor. Also man ist dann für ein paar Sekunden betäubt. Oder rennt denn mit brennendem Mund durch die Taverne hier. So nenne ich das jetzt mal vorsichtig. Und das kostet Zeit. Das kostet richtig Zeit. Und ja, wenn man das nicht schafft, in der Zeit muss man die Quest normal machen. Also man muss das immer ein bisschen abschätzen, wie viel man trinkt.
Und ja, also wie gesagt, auch man bekommt dann eben halt hier oben so Buffs. Und diese Buffs muss man sich einfach mal durchlesen. Also ich werde es jetzt nicht zeigen, aber die Buffs sind der Hammer. Ich habe unter dem Tisch gelegen, als ich die zum ersten Mal gelesen habe. Ja, das war erstmal soweit das Weltevent. Ich werde euch nicht das Event im Mondschattenberge zeigen, weil ich mir so denke, na, das ist ein bisschen zu viel gespoilert. Deswegen lasse ich das. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Event. Ich finde es sogar besser als das Seelenfluss-Event. Da war es ja mehr oder weniger wirklich nur wie, ja, schlag hier die Risse zurück und die Invasionen. Diesmal muss man echt ein bisschen was machen. Also gefällt mir schon ganz gut. Aber kommen wir mal zu einem anderen sehr wichtigen Thema, was ja die Spielerschaft lange gefordert hat und eigentlich am Anfang sogar das Hauptthema im Patch 1.3 war. Ihr seht das, denke ich mal, schon da hinten rumstehen. Genau. Die Gildenbankerin oder die Gildenbank, hier ist es ja eine Bankerin, ist jetzt verfügbar. Ihr seid nicht in einer Gilde. Ha, Vorführeffekt. Aber das ist ja gar kein Problem. Denn ich habe natürlich einen Char, der in einer Gilde ist und sogar Gildenleiter ist, nämlich Seraphim. Seid gegrüßt. Ja, das ist die Gildenbank. Ich habe leider keine Zugriffsrechte drauf. Das ist natürlich schwachsinnig, weil ich bin der Gildenleiter. Das ist nämlich verbuggt. Und das sollte theoretisch funktionieren. Tut es jetzt hier leider nicht. Aber gut. Ja, wie gesagt, das ist normalerweise das Gewölbe 1. Hier kann ich eben halt gucken, was für Gegenstände abgebucht wurden, beziehungsweise auf die Bank gelegt wurden. Und wie die Währung abgebucht oder eingezahlt wurden. Ihr seht das, ich habe mal 10 Gold in meiner Großzügigkeit an die Gildenbank gespendet. Und das war vor 10 Stunden. Das kann ich die ganze Zeit einzahlen und abheben, das ist gar kein Problem. Wenn ich natürlich die Rechte dazu habe. Und ich kann natürlich auch nach Items suchen. Das ist auch kein Thema. Möge euer Weg sicher Und sein. für die Gildenbank hat Tryon ja neue Reiter beim Anführer bei den Gildenrängen eingeführt. Da haben wir erstmal die finanzielle Befugnis. Ich habe volle finanzielle Befugnis. Ich kann angeben, wie viel ich am Tag abheben kann. Ich kann natürlich sagen, kein Limit oder eine bestimmte Platinanzahl. Und was interessant ist, ich kann die Seelenheilung einstellen. Das heißt, ich kann dann zum Seelenheiler gehen und sagen, ey, pass mal auf, heil mal mein Raid. Also meine Gildenleute, wohlgemerkt. Meine Gildenleute, mit denen ich gerade in der Gruppe bin oder im Raid bin. Und das wird dann von der Gildenbank abgebucht. Finde ich eine sehr schöne Sache. Und ja, auf jeden Fall eine sinnvolle Änderung. Da haben wir hier gesagt, ich kann die Gewölbeberechtigung eintippen. Gewölbe 1, Zugangsstufe, keine. Auch wenn ich auf voll mache. Switcht wieder zu Non zurück. Also ist noch verbuggt. Schade eigentlich, hätte euch das gerne mal gezeigt, beziehungsweise auch gerne mal gesehen. Aber wie gesagt, die Gildenbank ist drinne. Das heißt, sie wird auch ziemlich sicher mit Patch 1.3 kommen. Und dann auch natürlich funktionstüchtig. Soweit ich hoffe. Ja, noch eine kleine Infos zu den Add-ons. Die werden mit Patch 1.3 nicht kommen. Das liegt daran, Tryon möchte noch ein bisschen weiter an der Schnittstelle werkeln, möchte noch ein paar Add-ons dann zur Verfügung haben, wenn es live geht. Und ja, ihnen sind erstmal noch andere Sachen wichtig. Also ihnen sind die Add-ons nicht ganz so wichtig. Wie gesagt, dafür haben sie andere wichtige Sachen zu tun. Und ich finde es eine gute Entscheidung. Ja, PvP kann ich euch leider nichts zu sagen, zeigen. Das sind immer noch auf jeden Fall dieselben PvP-Kampfgebiete da. Es hat sich nichts irgendwie an der Karte geändert. Also es ist kein Open-PvP-Gebiet dazugekommen. Und auch bei den PvP-Händlern hat sich nichts geändert. Ich nehme mal aber ganz stark an, dass wir einen neuen Rang sehen werden oder neue Items für diesen Rang, damit eben halt die PvPler in etwa auf dem gleichen Stand wieder wie die Raider sind. Und ja, da werden wir auf jeden Fall demnächst was sehen. Und wenn es da was Neues gibt hier auf dem PTR, also wirklich Wichtiges, gibt es natürlich typischerweise News dazu. Oder eben halt wieder ein Videotagebuch, wie ihr es eben halt von mir gewohnt seid. Und ja, deswegen würde ich euch sagen, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder einen schönen Wochenanfang, wie auch immer, wann ihr das Video guckt. Und wir sehen uns natürlich auf riftgamona.de. Bis dann!